So, meine lieben Freunde, Halli, Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück auf der Gemeinderade hier im LS19. Ja, ich habe das Sehen abgeschlossen. Ich fahre jetzt noch einmal fix im Hof, um die Sehmaschine wieder auszuleeren. Die ist ja nämlich nur gemietet gewesen. Ja, was eigentlich sehr schade ist. Aber wir ja wahrscheinlich am Kontostand oben sehen könnt, wollen wir uns das Ding erstmal leider noch nicht leisten. Ich musste mir auch noch ein bisschen Saatgut von unserer Sehmaschine abzwacken. Also das hat wirklich nicht mehr gereicht. Ich hätte gedacht, dass das noch funktioniert. Das Problem wird jetzt sein, Saatgut geht bestimmt auf der Seite raus und Dünger auf der, wetten. Oh ne, Dünger ist sogar noch drin. Das ist gut. Das könnten wir dann erstmal hier am Rand abstellen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Mach raus hier. Warum macht er denn das Dünger nicht raus? Hä? Jetzt muss ich mal kurz die Leiste anmachen. Nee, ja, das soll schon so sein. Aufladen, Spurreißer. Ich will entladen. Geht nicht? Gibt's nicht. Aha! Aha, so, genau. Dünger, ja gut, müssen wir gleich noch ein bisschen zur Seite schieben. Ja, das werden wir jetzt erstmal wieder zurückgeben. Gemietet. Ist eigentlich schade, war schön, hat Spaß gemacht. Aber, ja, brauchen wir erstmal nicht mehr. Dann werden wir hier mal fix aufräumen. Wenn das mal wieder einmal alles da reinsacken, dass das schon mal da ist, wo es hingehört. So. Klappe auf den Stuhl und rein da. Dauert ein bisschen länger. Aber gut. Wir werden uns jetzt gleich erstmal um das Grasmähen kümmern. Wir wollten ja noch Pellets machen. Und dann werden wir mal gleich unsere Wiesen anfangen zu mähen. Dass wir uns dann später, wenn das dann nachher soweit ist, und wir den Weizen verkaufen können, also dass der Preis dafür ganz gut ist, dann werden wir erst den Weizen verkaufen und dann werden wir uns die Pelletpresse mieten. So, genau. Das sieht doch schick aus. Zum Grasmähen würde ich sagen, nehmen wir den John Deere. Ne, den Grubber. Warte mal. Wir werden mal hier ein bisschen aufräumen. Das sieht ja alles nicht so prickelnd aus hier, ne? So. Fenster können wir mal wieder ausmachen. Oh. Gut. Wenn wir den einmal fix sauber machen, dann stellen wir den gleich weg. Außerhalb der Folge werde ich dann die Big Bags wegräumen. So, wollen ja nicht, dass hier alles so rumsteht, ne? So, sieht ganz schön. Also nach einmal benutzen ist der echt schon ganz schön fertig. Also das ist echt krass. Ganz schön krass. So, rein da. Den mal wegstellen. Ich habe auch überlegt, hoppala, kann ich euch mal kurz zeigen, wenn das noch da ist, eine Mission zu machen. Und zwar, natürlich ist sie jetzt wahrscheinlich weg. Warte mal, ich muss mal kurz auf Feld gucken. Feld Nummer 7, ist das noch da? Ist das noch da? Ja. Das hätte ich, glaube ich, gerne gemacht. Also ich werde die Mission schon mal annehmen, weil wir brauchen so dringend Geld. Ich werde mir auch Geräte ausleihen. Können wir schön mit 2-Mähdrescher auf einem Feld. Ja. Gut. Das ist schon mal okay. Dass wir dann halt mit 2-Mähdrescher auf einem Feld zu Rande kommen. Dann ist das auch relativ schnell abgeschlossen, das Ganze. Also das sollte dann nicht das Problem sein. Aber wir brauchen so dringend Geld. Ich meine, wir werden unseren Weizen verkaufen. Das ist klar. Und dann werden wir noch die Mission nebenbei so ein bisschen machen. Kriegen wir dann auch noch mal ein bisschen Geld. Dann sind wir zumindest erstmal wieder ein bisschen flüssig. Das passt dann schon mal. Und ich weiß gar nicht, demnächst überhaupt Felder so weiter reif sind. Ich glaube erstmal noch nicht. Also wird das heute. Gut, die Pellets verkaufen wir noch. Oder machen wir und verkaufen dann. Deswegen werden wir jetzt das Gras mähen. Das war halt die Pelletpresse nur einmal mieten müssen.
Weil die ist ja doch schon ganz schön teuer, ne? Können wir uns nämlich später komplett mit Pelletpressen befassen. Das finde ich ganz gut. Können wir die Auslastung einmal nutzen? Ich weiß noch nicht, ob nächste Folge vielleicht ein Livestream kommt. Also wenn ich einen Livestream mache, dann wird er morgen kommen und dann wird die nächste Folge morgen sein. Aber das weiß ich noch nicht so ganz. Entweder wird es eine Folge oder halt Livestream. Aber das werdet ihr dann ja sehen, wenn es dann soweit ist. So, mein Jungs, hier ab, hab keine Zeit hier. Zeit ist Geld und Geld ist knapp. Und Geld haben wir gerade überhaupt nicht. So. Gar nicht geguckt, ob die Wiese überhaupt schon wieder reif ist. Oh, das ging jetzt aber flott hier. Mit dem Unkraut, aber ist nur beim Vorgewende, also. Alles gut. Brauchen wir noch nicht beigehen. So, das sieht gut aus. Genau, da können wir dann gleich beigehen. Oh, Tor habe ich sogar noch aufgelassen. Ja, rein ist immer so ein bisschen schwierig. Den großen Geschoss hier. So, dann werden wir hier erst einmal mähen. Wenn wir das Tor zu machen. So, genau. So ist gut. Einmal zu die Luke. So da auch ordentlich lang mähen können. Und auf geht die wilde Fahrt. Bin schon wieder oben hier, ne? Ah Mann, ey, das hatten wir letztes Mal genau bei dem Feld auch hier schon. Oder bei der Wiese. So. Ja, das ist nur so minimal. Da sieht man das immer so schlecht, finde ich. Also ich sehe das immer so schlecht. Ja. Gut. Auf geht die wilde Fahrt. Müssen mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie der Pelletpreis war. Ich hoffe, dass wir da... Weiß gar nicht. Wollen wir mal gucken hier. Pellets, Pellets, Pellets. Mal kurz anhalten. Ja, geht besser, ne? Sag mal. Ach Leute, ehrlich jetzt? Ja, moin. Können wir die Runde doch noch mal fahren? Muss sagen, ich hätte ganz gern auch noch mal ein anderes Mähwerk. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier mit drin habe. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin, sondern da. Da. Nee, habe ich gar nicht mit drin. Schade. Vielleicht nehme ich das mal mit rauf und dann zeige ich euch das mal. Mal gucken. Aber, ja, wie gesagt, Geld ist ja momentan eh nicht so da. Obwohl ich das von John Deere eigentlich echt cool finde. Also, nochmal, wir fahren mal hier nochmal lang. Das finde ich eigentlich echt ganz geil, aber... Ja, so ein bisschen abwechslungsreich wäre schon ganz cool, ne? Und da nochmal was Neues. Zumal, ich wollte ja auch eigentlich Traktoren haben noch. Wo wir auch noch nicht zugekommen sind, also... So langsam müssen wir außer Puschen kommen. Ich meine, wir haben jetzt ein Feld mehr. Mal sehen, ob wir da ein bisschen mehr reißen können. Vom Geld her Mission machen wir. Vielleicht mache ich auch außerhalb der Aufnahmen ein, zwei Missionen. Mal gucken. Müssen wir mal sehen. Dass halt erstmal wieder ein bisschen Geld reinkommt. Dass wir ein bisschen flüssig sind. Weil das ist schon echt. Wir nagen ja schon wieder am Hungertod hier. Na, ganz so schlimm ist es nicht, aber schön ist trotzdem nicht, ne? So.
schön ruhig von innen, ne? Klimatisiert. Herrlich. Herrlich. Ich meine, bei den Temperaturen momentan gibt es auch eigentlich nichts Besseres, ne? Na gut, besseres wäre eigentlich nur noch am Wasser zu liegen. Aber man kann sich das ja nicht aussuchen, ne? Das ist ja nun mal so. Wenn man den Beruf machen will, muss man auch damit leben, dass man im Sommer nicht am Wasser liegen kann, sondern den ganzen Tag auf dem Acker ist. Das sind immer so die Vor- und Nachteile, ne? Ich meine, den Beruf an sich finde ich total geil. Also, wenn das ein 8-Stunden-Tag wäre, dann hätte ich gesagt, yo, das ist meine. Aber vom Frühjahr bis Herbst, ja, eigentlich fast nur auf dem Acker und Überstunden. Da muss man schon sagen, Hut ab vor denen, die das machen wollen. Ist auch nicht immer leicht, ne? Gerade so privat zu Hause dann noch. Das ist schon wirklich nicht ohne. Der Partner ist eigentlich, ja, den ganzen Sommer über alleine. Ich meine, ganz, ganz so übertrieben ist es jetzt nicht, aber die sind echt viel alleine und das ist schon. Da muss man sich schon aussuchen, ob man das wirklich machen will oder nicht, ne? Wie gesagt, mein Job wäre es auch, aber nur bei einem 8-Stunden Arbeitstag. Oder 9, je nachdem. Ansonsten würde ich das, glaube ich, auch nicht machen. Dafür ist mir. Also mir persönlich ist dann doch meine Freizeit doch ein bisschen zu lieb, als dass ich da den ganzen Tag auf dem Feld rumjuckeln müsste oder dürfte. Aber gut. So, was machen eigentlich unsere Kühe? Unsere Kühe. Kühe, Kühe, Kühe. Milch, ja. Passt, passt, passt. 36.000. Ist gerade 36.000 Liter Milch? Ne, Mist. Wollte ich gerade sagen. Milch 27.000. Naja. Ist ja fast genauso viel. Fast genauso viel. Schon ganz gut, ne? Könnte man das ja auch mal verkaufen. Aber ein bisschen horten möchte ich schon noch. Also, ich glaube, der Preis war gerade auch nicht so cool. Ja. Oben eine kleine Ecke. Ja. Machen wir hier noch ein bisschen. Das hier ist ja eher, ja, zum Anwärmen fürs Mähwerk, ne? Das ist ja noch nichts Dickes. Können wir hier nachher mit dem Wender, gut, die Wiese hier wird ein bisschen zu groß sein für den Wender wieder, aber wer die Folgen verfolgt, der wird das ja schon wissen. Hab den ja extra eigentlich für die andere Wiese gekauft. Aber ich finde, also es gibt ja einen Krone-Wender. Den finde ich ganz cool. Ich weiß nicht, vielleicht tausche ich den nochmal aus. Der ist zwar ein bisschen kleiner, aber finde ich jetzt, ja, persönlich auch nicht so schlimm. Den finde ich schon cool. Den würde ich vielleicht auch mal mit raufnehmen wollen. Aber, ja, wo wir wieder beim Finanziellen wären. Nee, aber den, also den würde ich auch ganz gerne mal austauschen, dass wir da auch nochmal den von Krone mit raufnehmen. Oder wenn bis dahin noch ganz andere kommen, dass wir da dann auch nochmal ein bisschen was anderes mit raufnehmen. So, hoppala. Tor können wir auflassen, müssen ja eh nochmal rauf. Ja, geht doch über das ganze Feld. Synchronisiert wahrscheinlich erst ein bisschen nach. Jetzt gerade. Hoppala. Ja, ja, doch, sind wir schon. Können wir da vielleicht doch ein bisschen schneller schon beim Unkraut beigehen.
Also mal gucken, da hinten wächst auch schon wieder alles nach. Das ist super. Also ja, läuft gar nicht so schlecht gerade. Läuft gar nicht so schlecht. So, wir müssen hier geradeaus. Genau, kurz überlegt. Ganz kurz überlegt, was ist hier eigentlich? Ist doch unser Feld hier, ne? Voilà. Hab ich, was habe ich hier jetzt gemacht? Oh Gott, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Weil hier auch gar keine Fahrgassen sind. Was habe ich da? Ach, da habe ich da Grünrocken? Klar habe ich da Grünrocken auch. Ach ja, ja. Ja, aber. Warte mal, ist das mein? Nee, ist ja gar nicht. Was denn mal? Ach, dahinter war ja meins. Ja, moin. Wieder völlig von der Rolle heute. So. Hier werden wir auch mal zumachen. Gerade schon gewundert. Also, so verpeilt kann ich denn doch noch nicht sein, dass ich gar keine Fahrgassen mache. Also, wenn ich die schon habe, dann mache ich die auch, ne? Oh. Schön dicht dran. Und auf geht's. Da machen wir auch mal an. Und ja, Vollgas. Macht er jetzt da auch? Ja. Gut, alles an. Auf geht's. Ja. Gut, ich werde hier noch ein bisschen weitermachen. Wir sind komplett überfällig, habe ich gerade gesehen. Also wir sind schon längst fertig. Macht aber nichts. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, wie gesagt, schreibt gerne ein bisschen was in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!